Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Linux. Verschlüsselte Containerdatei öffnen, schließen. Die Sammlung Pamount enthält zwei weitere Skripte, welche die Arbeit mit verschlüsselten Containerdateien vereinfachen. Wurde außerdem SODO entsprechend konfiguriert, stehen die folgenden Kommandos jedem Nutzer zur Verfügung. Und zwar muss vorher noch das Paket libpam-mount installiert werden mittels Kommando sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen libpam-mount. Eine verschlüsselte Partition kann mit folgendem Kommando geöffnet und im Verzeichnis mnt eingebunden werden. Als Beispiel nutze ich jetzt hier mal meinen USB-Stick. Der ist /dev/sdb1. Das findet man mit lsblk raus, zum Beispiel. Man gibt ein sudo, dann /sbin/mount.crypt, dann der USB-Stick, /dev/sdb1 und dann das Verzeichnis mnt und Enter Passwort eingeben und fertig. Und das kann man auch wieder schließen, und zwar mittels sudo/sbin/umount.crypt und dann das Verzeichnis mnt und Enter. Das folgende Kommando öffnet die verschlüsselte Image-Datei geheim.lux aus dem aktuellen Verzeichnis und hängt sie unter mnt in das Dateisystem ein. Man gibt ein sudo/sbin/mount.crypt. Dann kommt die Datei geheim.lux und dann das Verzeichnis mnt. Enter, Passwort eingeben. Okay. Und dann finde ich meine Datei geheim.lux hier im Verzeichnis mnt. Geschlossen wird der Container mit folgendem Kommando sudo dann sbin umount.crypt und /mnt Enter. Für häufig genutzte Container könnte man einen Menüeintrag oder ein Desktop-Icon anlegen. Dabei ist zu beachten, dass die Option im Terminal ausführen aktiviert wird. Andernfalls kann man kein Passwort eingeben. Für jene, die es genau wissen wollen, mittels sudo Leerzeichen lo setup-f finde ich heraus, welches das nächste Loop-Device ist. Das Öffnen einer Containerdatei auf der Kommandozeile erfordert drei Schritte. Als Root. Als erstes ist die verschlüsselte Image-Datei einzuhängen. Dieser Schritt entfällt für Partitionen. Und zwar mittels sudo lo setup/dev/loop1. Und dann kommt die Image-Datei geheim.lux. Im zweiten Schritt ist das verschlüsselte Device dem Device-Mapper zu unterstellen. Der Name kann dabei frei gewählt werden. Mittels Kommando sudo crypt setup dann lux open
/dev/loop 1 und dann kommt der Name, zum Beispiel cccc, also 3x c. Und Passwort eingeben. Okay. Und im dritten Schritt kann es mit Mount in das Dateisystem eingehängt werden, beispielsweise nach MNT mittels Kommando sudo mount -dev -mapper -ccc und dann das Zielverzeichnis -mnt. Gleich nochmal nachschauen. Und ja, es hat geklappt. Okay, das Schließen des Containers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Und zwar mittels Befehl sudo umount -mnt. Zweiter Schritt. sudo script setup dann lux close und dann der Name ccc. Enter. Und ganz zum Schluss sudo lo setup minus D und -dev -loop 1. Enter. Das war Josef Hau von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.